Mal sehen, was sie dazu sagt. Sie regiert diese sogenannte Chaosstadt und man muss sagen, sie regiert sie noch. Denn wegen der wirklich komplett vermurksten Wahl im Herbst 2021 muss Berlin das Abgeordnetenhaus und damit eben auch die regierende Bürgermeisterin neu wählen im Februar. Noch ist sie es, die regierende Bürgermeisterin. Herzlich willkommen, Franziska Giffey. Hallo Frau Giffey, schönen guten Abend. Frau Giffey, wo und wie haben Sie Silvester gefeiert? Na, in Berlin. Ja, schon, klar. Das war mir klar. Aber zu Hause mit Tischfeuerwerk, mit... Nein, ich bin eigentlich seit mehreren Jahren immer Silvester am frühen Abend bei unseren Einsatzkräften, bei Feuerwehr und Polizei. Hallo Frau Giffey, schönen guten Abend. Frau Giffey, wo und wie haben Sie Silvester gefeiert? Na, in Berlin. Ja, schon, klar. Das war mir klar. Aber zu Hause mit Tischfeuerwerk, mit... Nein, ich bin eigentlich seit mehreren Jahren immer Silvester am frühen Abend bei unseren Einsatzkräften, bei Feuerwehr und Polizei. Ich spreche nochmal mit denen über den Einsatz, über die Planung. Dann in den späteren Abendstunden haben die dafür keinen Ohren mehr. Und ich bin dann noch am Brandenburger Tor gewesen, habe natürlich die Gäste unserer Stadt begrüßt. Und da haben wir Sie gesehen um 10 Uhr abends. Aber ich habe ja gefragt, Silvester, also den Jahreswechsel. Den Jahreswechsel habe ich tatsächlich... bei mir zu Hause gefeiert. Und böllert Ihre Familie? Schießt die was in die Luft? Ja. Was denn? Eine klassische Rakete, was man so macht, aber nicht mit vorgehaltener Batterie, sondern so, wie ganz, ganz viele Berliner und Berliner das gemacht haben. Feuerwerk sachgerecht verwendet und ein Silvester gefeiert, was Menschen kennen und auch mögen. Mhm. Ja? Und das, was wir hier gesehen haben an Taten, die ja hier auch beschrieben worden sind, das ist natürlich... Da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Das ist eine sehr, sehr schlechte Entwicklung. Und diese Taten sind durch nichts zu rechtfertigen. Das ist eine Entwicklung gewesen. Wir wussten, dass diese Silvesternacht heftig werden würde. Aber dass wir in dieser Form, mit dieser Brutalität, mit dieser Respektlosigkeit, mit dieser wirklich gezielten Attacke auf unsere Einsatzkräfte konfrontiert sein würden, damit haben selbst Hartgesottene, auch die schon lange dabei sind, so nicht gerechnet. Aber es gab zum Beispiel, und den möchte ich Ihnen schon vorstellen, nochmal den Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Stefan W. Und er hat im November schon für ein Böllerverbot plädiert, weil er sagt, aus unserer Sicht führt kein Weg an einem Verbot im Innenstadtbereich vorbei, wenn wir gravierende Verletzungen verhindern wollen. Das klingt ja fast prophetisch, wenn man sich anschaut, welche gravierenden Verletzungen Polizisten, Feuerwehrleute, Einsatzkräfte erleiden mussten. Also, warum haben Sie nicht auf den Fachmann gehört? Wir haben das gemacht, was auch realisierbar war im Kontext einer gesamtdeutschen Nicht-Böller-Verbotssituation. Wir haben hier in der Stadt 3 Böller-Verbotszonen umgesetzt, auch mit sehr großer Mannstärke. Wir haben als Land Berlin ja nicht die Möglichkeit, rechtlich einfach generell fürs Land Böller zu verbieten. Nein, aber der Innenstadtbereich, das wäre gegangen, eine Böller-Verbotszone. Sie müssen immer sehen, was können Sie umsetzen. Wir haben 400 zusätzliche Polizisten der Bundespolizei gehabt und unsere eigenen Kräfte. Aus anderen Bundesländern gab es diesmal keine zusätzlichen Kräfte, weil die selber auch mit ihren eigenen Situationen zu tun hatten. Und wenn Sie ein Böller-Verbot aussprechen, müssen Sie es auch durchsetzen und umsetzen können mit entsprechender Personal. Auf ein riesiges Stadtgebiet. Und das ist nur möglich, wenn man auch gleichzeitig, das haben wir die letzten beiden Jahre gesehen, den Verkauf einschränkt. Mhm. Wenn man den Verkauf nicht einschränkt und ein Böllerverbot ausspricht, werden sie das nicht durchsetzen können für so ein Stadtgebiet. Deswegen ist die Diskussion auch größer. Man muss den Verkauf einschränken, auch über Berlin hinaus. Das ist keine Inseldebatte und das müssen wir auch führen. Sie haben es ja gerade gesagt und wir haben es ja auch gezeigt. Sie haben versprochen, so ein Silvester wird es nicht mehr geben. Also um jetzt beim Böllerverbot zu bleiben. Worauf haben Sie sich dann jetzt mit sich selber geeinigt fürs nächste Silvester? Böllerverbot in der Innenstadt? Entsprechend mehr Polizei? Den Verkauf? Also es braucht mehrere Dinge dafür. Zunächst einmal müssen wir mal ganz klar sagen, wir haben hier Straftäter, die in allererster Linie jetzt belangt werden müssen. Klar. Die konsequente Strafverfolgung, die ja auch abschreckende Wirkung haben muss, auch für kommende Ereignisse, ist ganz entscheidend. Deshalb kommen wir gleich dazu. Ich bin gerade wirklich noch mit Böllerverbot erlaubt. Genau, aber ich finde das wichtig. Ja, Sie haben mich gefragt, wie wollen wir garantieren, dass nächstes Mal anders läuft. Dazu gehört das. Das Zweite ist natürlich, dass wir auch bei
der Frage der bundesweiten Regelung, sowohl für das Thema Schreckschusspistolen als auch, also Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Einschränkungen bei den harten Böllern. Die Frage Böllerverbot deutschlandweit. Mein Eindruck ist, dass das von den Bundesländern nicht gesamtheitlich mitgetragen wird. Es gibt ein großes Interesse, dass es Böllern weitergeht. Deshalb muss man realistisch sein. Ich glaube, wir bekommen kein flächendeckendes Böllerverbot für alle Feuerwerkskörper hin. Deswegen, wir müssen die Regelung für die Schreckschusspistolen verschärfen. Das bedeutet, nicht jeder kann einfach, wenn er 18 ist, mit einem kleinen Waffenschein eine Schreckschusspistole bekommen. Da muss es Einschränkungen geben. Das hat die Bundesinnenministerin ja auch gerade vor, die Gesetze zu verschärfen. Und wir brauchen in der Innenministerkonferenz, das wird Berlin auch anstreben, eine Debatte über bestimmte harte Böller-Sorten, die auch verboten werden. Zumindest das, wenn man schon kein... Ja, aber wenn Sie es nicht mit den anderen hinbekommen, haben Sie ja trotzdem noch Berlin dann im Richtig. Blick zu behalten. Und genau. Da müssen Sie am Ende doch den Innenstadtbereich. Ja, und das ist, wissen Sie, da brauchen wir auch eine Regelung, die ermöglicht, dass wir in Berlin diese eigenen Regelungen treffen können. Denn das ist ja eine bundesgesetzliche Regelung. Ich wünsche mir, dass wenn alle anderen das nicht machen wollen, wir zumindest bundesgesetzlich im Sprengstoffrecht die Möglichkeit bekommen, selbst flexibel zu sagen, wir regeln es hier in Berlin. Und dafür werden wir uns auch einsetzen. So, 12 Monate haben Sie dafür Zeit. Bis dahin ist ja diese Debatte am Laufen. Migrationshintergrund, spielt da eine Rolle oder nicht? Ich würde Ihnen gerne einen Feuerwehrmann zeigen, der in der Silvesternacht mittendrin war und beobachtet hat, was da passiert ist. Die Steine und Flaschen flogen in Unmengen auf uns und Knaller, Böller. Es sind Jugendliche wirklich aus der Menge rausgerannt in unsere Richtung, um auf Augenhöhe, um auf wirklich Gesichtshöhe auf uns zu schießen. Das waren junge Heranwachsende, größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Mein ganzes Leben lang kämpfe ich schon gegen irgendwelche Vorurteile an. Aber was soll ich denn da noch sagen? Ja, was soll man da noch sagen? Also die Täter vorwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund. Das war jetzt Feuerwache Neukölln. Ich habe selber mit ihm auch gesprochen. Ich habe ja mit vielen Einsatzkräften auch geredet im Nachgang dazu. Und es ist eben Nordneukölln. Sie haben dort hohe Anteile von Menschen mit Migrationshintergrund. Und ja, die Täter waren eben zu einem sehr, sehr großen Anteil mit Migrationshintergrund, muss man ganz klar sagen, so wie es die Bevölkerung auch eben in Nordneukölln ist. Man muss dazu sagen, was jetzt immer mit der Einwanderungsdebatte da geführt wird, nach dem Motto, das ist ein Migrationsthema. Das sind Jungs aus dem Kiez. Die sind dort geboren, aufgewachsen, deren Eltern sind schon dort geboren und aufgewachsen. Das sind Jungs, die Berliner sind, die sehr viele von denen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Und da führt auch die Debatte, ja, die müssen dann zurück oder sonst was jetzt alles diskutiert wird, das führt zu gar nichts. Es sind Deutsche. So. Und man muss sich fragen, was ist da schiefgelaufen? Wir haben dort Gebiete, die seit vielen Jahren Entwicklungsgebiete sind, die soziale Brennpunkte sind, wo sie soziale Segregation haben, wo diejenigen, die es geschafft haben aus diesen Gebieten, auch rausgegangen sind. Wir haben dort viele auch erfolgreiche Integrationsgeschichten, aber viele sind auch weggegangen. Neue Probleme sind dazugekommen und wir haben Bildungsferne gepaart mit sozialer Armut, gepaart mit sozialer Segregation, gepaart mit einem sich einrichten in der eigenen Community, im Wir und Ihr und in der Problematik, dass man eben dann sehr wenig nur teilhat an demokratischen Prozessen, an gesellschaftlichen Diskussionen und auch sich ein Stück weit eingerichtet hat in der eigenen Gruppe. Und dann passiert eben auch Gruppendynamik und ein, ja, die haben uns provoziert oder wir wollen jetzt auch mal einen rauslassen und die Corona-Pandemie, da gab es viele Einschränkungen, Schulen, die geschlossen waren, Jugendeinrichtungen, die geschlossen waren, das war natürlich alles auch keine positive Wirkung. Man zieht sich zurück in irgendwelche Online-Games, in Social Media, in die TikTok-Gruppen, die sich gegenseitig anfeuern. Und dann ist dieser Tag da, dieser Silvestertag, wo man dann mal auch raushängen lässt. Und das ist dann so eskaliert. So, und dass der Anteil derjenigen mit Migrationshintergrund höher ist als der Anteil an der Gesamtbevölkerung, erklären Sie sich damit, dass die dann einfach auch sozial abgehängt? Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Also, dass sozusagen der Migrationshintergrund nicht alleine ursächlich ist, sondern es gehört eine bestimmte soziale Abgehängtheit dazu. Ich finde, das gehört definitiv dazu. Aber ich finde, die Debatte, die wir hier gerade führen, ist auch deutlich geworden. Insofern schwierig, wenn dann jetzt automatisch
automatisch begründet wird, der Migrationshintergrund ist ja klar, nach dem Motto. Ja? Und wir haben in der Stadt fast 40% Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die irgendwie einen anderen Vornamen haben als Klaus oder Karl oder weiß ich nicht wer. Deswegen fragt ja die CDU in Berlin danach. So, was und ist dein wisst ihr, ich erlebe, und wir haben das gerade gesehen, der Feuerwehrmann, der gesagt hat, sein ganzes Leben kämpft er damit. Ja. Wir haben so viele Menschen, ich habe mit vielen auch gesprochen, die gesagt haben, ich lebe da, ich habe selber Migrationshintergrund, ich schäme mich dafür, es ist nicht in meinem Namen und ich bin nicht so, ich arbeite hier als Polizist, als Feuerwehrmann, als was auch immer. Wir können uns die Debatte nicht so leicht machen, zu sagen, naja, ist ja klar, der Vorname und dann ist jemand in der Schublade drin. Das ist nicht in Ordnung und das wird auch denen nicht gerecht, die erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet haben oder auch eben selber einen erfolgreichen Lebenslauf geschafft haben. Sie laden morgen zum Gipfel gegen Jugendgewalt. Sie haben da lauter Akteure eingeladen und ich habe mich gefragt, was erfahren Sie da, was Sie nicht schon wissen, weil Sie seit 20 Jahren in dieser Stadt arbeiten, seit 20 Jahren in Neukölln. Sie waren auch zuständig. 25 sogar schon. 25, aber egal. Ja. Genau, angefangen mit Europageldern, dann eben Schule, Bildung. Sie waren Bezirksstadträtin für Schule und für die Bildung. Dann sind Sie Bezirksbürgermeisterin geworden in der Nachfolge von Herrn Buschkowski. Das heißt, das sind alles Ihre Themen. Diese Silvesternacht, ist das auch eine persönliche Niederlage für Sie, weil das immer wieder dann auch aus bestimmten Bezirken dann kommt und Sie ja offensichtlich auch nicht geschafft haben, die Themen, sei es jetzt soziale Herkunft, sei es der Migrationshintergrund, sei es eine Ansammlung eben von Gruppen, die sich da bilden, wirklich in den Griff zu kriegen. Wenn ich jetzt Ihnen sagen würde, dass das alles eine Niederlage ist, was in den letzten Jahren passiert ist, würde ich all den Menschen, die seit Jahren dafür arbeiten, dass es in diesen Kiezen besser wird, die erfolgreiche Familienarbeit gemacht haben, die Menschen begleitet haben, die dafür gesorgt haben, ich habe nach der persönlichen Niederlage gefragt, nicht nach der Menschen. Ja, ich würde alle mitdiskreditieren und ich kann Ihnen sagen, ich schäme mich nicht für meine Arbeit in Neukölln. Weder als Europabeauftragte, noch als Bildungsstadträtin, noch als Bezirksbürgermeister. Ich habe sehr, sehr viele Menschen begleitet auf ihrem Weg für mehr Teilhabe in der Gesellschaft und dafür, dass wir eben immer deutlich gemacht haben, Neukölln ist mehr als die Summe seiner Probleme. Das heißt nicht, dass man die Probleme negiert oder sagt, das ist alles nicht so bemäntelt und verschweigen. Und mich erschüttert es, wenn hier erzählt wird, die Chaosstadt, wo die Soße über die Probleme rübergekippt wird. Dafür habe ich nie gestanden. Mhm. Ich finde, man muss deutlich sagen, was los ist. Aber wissen Sie was? Das sind Kinder, die in Familien aufwachsen, wo zu Hause niemand was vorliest, wo kein geregeltes Essen, wo wir teilweise ganz beengte Wohnverhältnisse haben. 8 Leute auf 3 Zimmern, wo die Eltern sagen, geh runter, geh raus, es ist zu eng hier. Ja? In der Corona-Pandemie noch mal verschärft. Wir haben dort, ich will nichts entschuldigen, ja? Wir können auch nichts entschuldigen. Diese Form von Respektlosigkeit, Verachtung von Vertretern des Staates, das muss aufgegriffen werden. Und da müssen wir auch ran. So. Ja? Aber ich wehre mich dagegen, alle über einen Kamm zu scheren. Das ist nicht in Ordnung. Haben Sie verstanden? Da muss man ran. Der zweite Punkt, der angesprochen wird, ist immer, warum haben die keinen Respekt vor den Institutionen des Staates? Und da muss man sagen, ich meine, bessere Ausstattung von Justiz, schnellere Prozesse fordern Sie schon lange. Die SPD, Ihre Partei, regiert diese Stadt jetzt nun auch schon beinahe 20 Jahre. Das hat der Stadt ja offensichtlich nicht gut getan. Wissen Sie, ich glaube, dass wenn wir darüber sprechen, wie wir Bildungsgerechtigkeit erreichen wollen, wie wir dafür sorgen wollen, dass Kinder sich nicht fragen müssen, ob sie sich leisten können, Angebote anzunehmen. Wir haben eine unglaubliche Vielzahl an Unterstützung, an Förderung. Aber Sie müssen auch sagen, dass eben in einer Großstadt wie Berlin wir auch alle sozialen Problemlagen, die es überall in Deutschland gibt, nochmal in verschärfterer Dimension haben. Ich war jetzt beim Punkt Justiz. Und die Justizfrage, das ist eine wichtige Frage. Wir müssen, und das ist ja jetzt auch bei der konsequenten Strafverfolgung ein Thema. Vielfach haben wir eine Situation, wo sie junge Straftäter haben, die sagen, ich mache irgendwas und dann passiert ja erstmal nichts weiter. Es dauert. Genau. Dann werden noch 10 andere Straftaten begangen, dann kommt eine Strafe. Es ist aber nicht der direkte Bezug zwischen Tat und Strafe. Sagt, das wollte ich Ihnen sagen. Der Chef des Beamtenbundes sagt das genau so. Der sagt, an Silvester gab es hunderte Festnahmen. Dann wurden aber nur die Personalien aufgenommen und die Leute nach 24 Stunden auf freien Fuß gesetzt. Das versteht doch kein Mensch. Ja. Und so erzeugen sie außerdem bei den Tätern den Eindruck, sie könnten tun und lassen, was sie wollen. In Heilbronn gab es auch ein
mehrere Böllervorfällen. Mhm. Ein Täter ist jetzt gerade schon verurteilt worden. Finde ich gut. Ich vermute, dass es dann eine sehr klare Beweislage gab, die dann dazu führte, dass verurteilt werden konnte. Ich kann Ihnen sagen, wir haben festgelegt mit der Polizeipräsidentin, mit der Staatsanwaltschaft zusammen, dass wir in aller Priorität diese Taten verfolgen. Ja, die Leute sind erkennungsdienstlich festgenommen worden, die Daten sind da. Und das heißt aber nicht, dass die alle nicht quasi ohne Strafe bleiben. Wir haben die Polizei ganz klar hat den Auftrag zu ermitteln. Sie werten das Beweismaterial aus. Wir haben sehr viel Videomaterial, weil ja auch viele heroisch ihre Taten gefilmt haben und ins Netz gestellt haben. Das wird alles verwendet als Material. Wir haben Ermittlungsverfahren in diesen letzten Tagen geführt, um Beweise zu sichern. Sie müssen auch sehen, dass es nicht leicht ist, Beweise zu sichern, weil wir hatten dort massiven Lärm, massive Verrauchung, Nebelbomben. Wir hatten Blendwerkzeuge, mit denen die Polizisten also auch an der Sicht gehindert worden sind. Großer Lärm, große Druckwellen, große Temperaturen. Das erschwert natürlich die Ermittlungen, aber die Beweise werden gesammelt. Es sind mittlerweile 25 Fälle so weit ausermittelt, dass sie an die Staatsanwaltschaft übergeben worden sind. Wir haben eine Schwerpunktabteilung in der Berliner Staatsanwaltschaft eingerichtet, die sich sonst mit Großereignissen im Sport, wo schwere Straftaten auch mit Pyrotechnik passieren, das sind Experten, die sind beauftragt, ausschließlich diese Taten zu verfolgen. Ja. 25 Ermittlungsverfahren sind bereits übermittelt worden mit dem Stand heute und daran wird jetzt gearbeitet. Die Priorität, da sind wir uns sehr einig, ist, dass jetzt zügig die Strafverfahren auch laufen und wir dann auch sehr zügig dazu kommen. Aber Sie können nicht ohne Beweise einfach jemanden festhalten. Sie brauchen das Personal und auch da hapert es. Ich möchte Ihnen gerne noch ein Zitat, das ist ein sehr langes, aber es lohnt sich, das einmal sich genau anzugucken. Das ist der Vorsitzende der Vereinigung Berliner Staatsanwälte e.V., Ralf Knispel. Außerdem ist er Oberstaatsanwalt in Berlin und er sagt, das ist weder regional noch genetisch noch religiös zu erklären, sondern schlicht damit, wie die Berliner Politik mit Strafverfolgung umgeht. Insbesondere in Bayern nehmen die Regierenden deutlich mehr Geld für die Ausstattung der Polizei und Justiz in die Hand. Zudem erfährt deren Arbeit erkennbar größere Anerkennung, während unfassbar Polizei- wie justizkritische Äußerungen in beachtlichen Teilen der rot-rot-grünen Berliner Regierungskoalition zum Alltag von Polizei und Justiz gehören. Das ist ein Oberstaatsanwalt in Berlin, der die Bayern lobt. Und Ihnen ein schlechtes Zeugnis ausstellt. Also ich glaube, ich habe immer in den vielen Jahren, die ich in Berlin arbeite, dafür gestanden, dass Polizei und Feuerwehr, unsere Rettungs- und Einsatzkräfte von mir volle Rückendeckung erfahren, auch jetzt. Wir haben eine Ausbildungs- und Einstellungsoffensive für die Berliner Polizei gestartet, auch für die Feuerwehr. Wir investieren in Ausstattung. Wir haben ganz klar auch mit den Einsatzkräften darüber gesprochen, wie wichtig das Thema Bodycams zum Beispiel ist, um zu deeskalieren auf der einen Seite, aber auch um Beweise zu sichern in der Strafverfolgung. Wir werden das ausbauen und wir werden auch in der Justiz das Personal ausbauen. Spätestens jetzt muss der Punkt sein, wo man sagt, das muss sich ändern. Da gibt es Bedarfe und die müssen auch angegangen werden. Und dafür stehe ich, wir haben heute im Senat auch einen Maßnahmenbeschluss dazu gefasst, dass wir eben in die Einstellung, in den Ausbau, in die Ausrüstung investieren. Und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, den Sie nicht beantwortet haben, nämlich, dass die SPD ja 20 Jahre regiert hat in Berlin. Mhm. Sie sind da gerade so ein bisschen drüber weggegangen. Der Vorgänger heißt Michael Müller. Ein Zitat von ihm würde ich Ihnen auch gerne vorlegen. Der hat 7 Jahre regiert und der hat Berlin offensichtlich gerade erst kennengelernt. Ich fahre jetzt wirklich viel Fahrrad und laufe viel von einem Termin zum anderen. Und was mir da wirklich auffällt, dass die Stadt schmutzig ist, ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich bin natürlich immer in den Limousinen gefahren. 80% meiner Termine waren in Mitte. Und wenn ich jetzt unterwegs bin in den Kiezen, in den Quartieren, jetzt fällt mir das auf. Ganz merkwürdig. Ich habe Michael Müller auch mal von den Matratzen, die draußen in Neukölln, als er das gesagt hat, noch gar nicht gesehen. Aber wissen Sie, der Punkt ist halt, man muss schon mal rausgehen, um zu sehen. Ja, aber 20 Jahre und SPD, warum sollen wir Sie denn jetzt wieder können, aber wissen Sie was, jetzt wollen Sie mich für Aussagen von Michael Müller. Ich war 16 Jahre lang in Neukölln. Ich bin draußen gewesen. Ich bin auch jetzt draußen. Mhm. Wenn ich sehen will, was los ist, dann gehe ich hin. Ich war letzte Woche bei The Corner. Und er war in der Heide draußen, 7 Jahre regierender Bürgermeister, also, große Partei SPD.
SPD, davor war es Wowereit. Der hat die Menschen kaputt gespart oder was ist das Problem mit der SPD in Berlin? Also wissen Sie, Berlin hat seit mehreren Jahren jetzt wirklich eine sehr gute Entwicklung, trotz allem, ja, auch was wir jetzt hier alles reden. Mhm. Wir haben eine gute wirtschaftliche Entwicklung, wir haben viele Menschen herkommen, wir sind international als Weltmetropole auch angesehen, sowohl was die Kultur angeht, was die Wissenschaft, ich will jetzt gar nicht mehr blocken, ich will gar nicht ablenken, alles gut. Das letzte Mal, was man international von Berlin gehört hat, das war eine Wahl, die so vergeigt wurde, dass sie jetzt wiederholt werden muss. Ja. Ich meine, ganz im Ernst, es ist eine Weltstadt Berlin und Sie treten jetzt wieder an. Wieder, weiß ich nicht, also wollen Sie den Slogan eigentlich wieder nehmen? Ganz sicher Berlin, da habe ich auch gerade noch mal. Wahlplakat von der letzten Wahl, das können Sie doch gar nicht mehr machen, oder? Wissen Sie... Entschuldigung. Ja, Sie machen mich gerade verantwortlich für Dinge, die meine Vorgänger gemacht haben. Die SPD. Um genau zu sein. Ja, das ist ja klar. Ist auch völlig in Ordnung aus Ihrer Sicht. Wissen Sie, ich kann nur sagen, ich bin Franziska Giffey. Ich stehe für eine wirklich Politik, die auch ganz klar sagt, was ist, die Probleme benennt, die das angeht. Die sich für Rückendeckung, für unsere Polizei und Einsatzkräfte einsetzt. Die für eine starke Wirtschaft steht, weil wir sonst nämlich alles, was sozial ist, gar nicht bezahlen können. Und die auch sagt, wir müssen die Dinge benennen. Wir müssen sie benennen und angehen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, alles in unserer Stadt schlecht zu reden. Weil wir dann nämlich all diejenigen, die jeden Tag dafür arbeiten, diskreditieren, mitdiskreditieren. Und ich sage Ihnen eins, der Berliner meckert immer gerne. Aber wenn er ständig gesagt kriegt, wie schlecht er ist und alle anderen tun so, als wäre bei ihnen das ja unproblematisch. Wissen Sie, ich sehe, dass in ganz vielen anderen Teilen Deutschlands Eskalationen zu Silvester genauso waren. Natürlich sind die in Berlin intensiver. Mhm. Wir sind die größte Stadt. Wenn hier gesprochen wird, hier ist die meiste Kriminalität, ja, es gibt auch keine andere Stadt, die 3,7 Millionen Einwohner hat. Ich habe heute beim Bundespräsidenten die Bonner Bürgermeisterin getroffen. Sagte, Mensch, sie hat 330.000 Einwohner. Das ist ja genauso viel wie Neukölln, wie ein Berliner Bezirk. Ja? Okay. Das muss man sich immer bewusst machen. Aber Sie verstehen schon, dass es meine Aufgabe ist, auf die Absolut. Mitte Sie haben Ihren Job, ich habe meinen Job. Ist es, für Ihre Wahl Werbung zu machen, das haben Sie jetzt auch gemacht. Ich will gar nicht Werbung machen. Ich will Ihnen einfach sagen, wir können ganz viel sprechen über Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Von der SPD, von anderen. Aber ich sage Ihnen eins, ich glaube jetzt, gerade jetzt in dieser Stadt, in der Krisenbewältigung, in einer schwierigen Situation, kommt es darauf an, dass wir gerade jetzt sagen, das Soziale ist ja wohl sehr, sehr wichtig. Wir reden hier über Brennpunktlagen. Wo ist es denn eskaliert? Mhm. In den Brennpunktlagen in den deutschen Städten, wo wir soziale Segregation haben, Bildungsferne, wo Menschen eben nicht teilhaben können, wo die teilweise kein Deutsch sprechen, wo sie funktionale Analphabeten sind, wo sie überhaupt nicht verstehen, worum wir hier diskutieren, Punkt wo ihre gemacht. Sendung niemals gesehen wird. Das stimmt. Die Diskussion, nur die Ausschnitte, wir hier führen. Ausschnitte, davon, Ausschnitte davon, zum Beispiel den, bin ich ziemlich sicher. Den Punkt haben Sie gemacht, Frau Giffey, die Wahl haben Sie vor sich. Wollen Sie noch ein Wort zu Christine Lambrecht sagen, der Bundesverteidigungsministerin? Wissen Sie was? Wir haben so viel hier in Berlin, an worum wir uns kümmern müssen. Und ganz ehrlich, die Kids im Jugendtreff in der Heiligsiedlung, mit denen ich letzte Woche gesprochen habe darüber, die wissen im Zweifel ja nicht, wer Christine Lambrecht ist. Aber einer von denen hat mir gesagt, mein Lebenstraum ist, ich möchte gern Soldat werden. Okay. Aber ich darf nicht. Und wissen Sie, da müssen wir ran. Wir müssen mit den jungen Leuten darüber sprechen, was müssen wir machen? Was müssen die machen? Die haben eine Verantwortung. Die Straftaten müssen konsequent verfolgt werden. Die müssen wissen, es gibt Strafen. Aber wir müssen auch gucken, was da für Probleme tiefer dahinter liegen. Und die müssen wir genauso angehen. Vielen Dank, Frau Giffey, für diese Worte. Und danke für Ihren Besuch hier in der Sendung.